Stopp! Wie vor jedem Video eine kleine Abstimmung. Und zwar ist sie dieses Mal, ob ihr einen Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin als Klassenlehrer habt. Dann zeigt mir das mal für eine Klassenlehrerin nach oben und einen Klassenlehrer nach unten. Ich selber habe eine Klassenlehrerin, also Daumen nach oben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da die Mehrheit von euch hat. Also lasst es mich wissen. Und damit hey und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Create is Life zu einem weiteren Back-to-School-Video. Ich komme gerade frisch aus Italien. Ich werde jetzt erstmal meinen Koffer auspacken und mich dann anschließend mit euch für den ersten Schultag vorbereiten und sozusagen eine kleine Checklist durchgehen, was ich jetzt alles so mache, um mich eben auf den Schulstart vorzubereiten. Ich trinke gerade übrigens so einen Eis, der ist hier aus Italien, haben wir mitgenommen. Und Leute, ich liebe Back-to-School-Videos total. Und wenn ihr auch so seid, dann abonniert doch auf jeden Fall meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Denn auf meinem Kanal gibt es eine Back-to-School-Playlist und da kommen noch ein paar Videos rein. Das bedeutet, aktiviert euch die Playlist, abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ja, es ist so bei Back-to-School-Videos. Ein paar von euch haben vielleicht schon Schule wieder oder ein paar auch noch Ferien. Und ja, bei Back-to-School-Videos kann man es wirklich nicht allen recht machen, weil die einen haben mega früh Ferien, die anderen mega früh wieder Schule. Und so ist es halt, das ist einfach unterschiedlich. Das bedeutet, wenn du jetzt gerade noch mega lange Ferien hast, dann schau dir das Video einfach später wieder an. Aktivierst dir, machst auch später ansehen und schaust dir dann nochmal an. Und wenn du jetzt auch schon lange Schule hast, ist es vielleicht auch ganz gut als kleine Motivation oder eben auch nach dem Wochenende ein paar Tipps davon zu machen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Okay, back to the roots. Next day. Jetzt geht's weiter Richtung Schule. Und um ehrlich zu sein, ist es jetzt gar nicht mein erster Schultag, weil ich habe jetzt schon eine Woche Schule. Aber nicht wirklich Schule, sondern wir in Niedersachsen und haben halt immer bis Mittwoch Ferien. Das bedeutet Donnerstag, Freitag Schule. Und das sind halt so zwei Schultage, für die ich mich jetzt nicht so ganz fertig gemacht habe, weil das einfach so, ihr wisst, was die ersten zwei Tage Schule sind, was man da macht und so, ne? Und die Woche danach sind wir halt auf Rom Klassenfahrt gefahren. Das bedeutet sozusagen verlängerte Sommerferien. Von daher geht es für mich jetzt erst wirklich richtig los mit der Schule. Und dafür werde ich jetzt alle meine Sachen vorbereiten. Von daher kommt das Video auch wahrscheinlich etwas spät, deshalb tut es mir an der Stelle natürlich leid. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Motivationskick für die Leute, die jetzt schon Schule haben. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar von euch, die tatsächlich noch Ferien haben. So, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Ich werde am besten damit anfangen, erstmal das auf den Weg zu räumen, wofür ich jetzt Zeit habe und dann in der Schulzeit nicht mehr. Sprich aufräumen. Das bedeutet, ich räume erstmal mein ganzes Zimmer auf, sauge, Staub wischen. Und Bett beziehen, keine Ahnung, gehört für mich alles dazu, damit ich clean in das neue Schuljahr starten kann. Und das mache ich halt am liebsten am Ende der Ferien bzw. am Wochenende, damit man dann während der Schulzeit nicht so viel zu tun hat, damit man dann in einem schön aufgeräumten Zimmer nach Hause kommt und sich wohlfühlt und dann auch am besten direkt an seinen Schreibtisch setzt und die Hausaufgaben macht. Wer jetzt Interesse an einem Schreibtisch-Makeover hat, und das habe ich auch gedreht, an einem Desk-Makeover, da habe ich mit euch zusammen meinen Schreibtisch aufgeräumt und euch noch so ein bisschen was dazu erklärt. Das bedeutet an der Stelle auch super gerne in dem Video einmal vorbeischauen. Das sind halt so Dinge, die ich mache, wenn es gegen Ende der Ferien geht. Das bedeutet letzte Woche sozusagen. Und an der Stelle würde ich euch auch als Tipp geben, fangt auf jeden Fall an, euren Schlafrhythmus anzupassen, weil man kennt es ja in den Ferien, man bleibt bis 2 Uhr morgens wach und steht dann irgendwann um 10, 12, 13, 14, 15 Uhr auf. Wie auch immer, bis zum St. Nimmerleins-Tag bleibt man dann im Bett liegen. Das geht in der Schulzeit leider nicht, der klingelt um 5, vielleicht sogar auch um 6. Der Wecker bei euch und dann fällt man vor lauter Schreck aus dem Schlaf. Und man kommt nicht raus und ist in der Schule einfach unausgeschlafen und einfach müde. Einem fallen die Augen zu, das ist halt wie gesagt nicht der Sinn der Sache. Das bedeutet, fangt wirklich früh genug an, euren Schlafrhythmus auf die Schulzeit anzupassen. Das bedeutet, steht jeden Tag eine Stunde früher auf, je nachdem wann ihr damit anfangt. Lasst euch Zeit damit, dass ihr es nicht von einem auf den anderen Tag wirklich so abrupt macht und dann einfach komplett müde seid. Das bedeutet, ihr stellt euch einfach jeden Tag einen Wecker, je nachdem wie viel Zeit ihr dazu habt, eine halbe, 10 Minuten, Stunden früher, damit ihr euch dann eben an das frühe Aufstehen gewöhnt. Und dann kann sich euer Gehirn und euer Körper schon mal unterbewusst darauf einstellen, dass jetzt wieder die Schulzeit beginnt. Und glaubt mir, das macht es euch deutlich einfacher. Ansonsten mache ich am Abend davor auch immer so einen Beauty-Abend. Das bedeutet, ich gehe duschen, entspanne mich, mache mir eine Maske drauf und lasse es mir einfach so richtig, richtig gut gehen. Lackiere mir dann eventuell die Nägel, mache ein bisschen Maniküre. Muss ich momentan nicht machen, weil ich momentan Gelnägel habe. Dazu kann ich euch auch nochmal ein Video machen, falls ihr da ein bisschen was wissen wollt. Stellt euch das im Übrigen, wenn ich in das Display gucke, statt in die Kamera. Ich weiß nicht, macht das mal unterbewusst, sorry. Legt euch am besten ein Outfit raus. Am besten das, wo ihr euch wirklich super drin wohlfühlt. Am besten das, was ihr dann die ganzen Ferien zum Beispiel getragen habt. Irgendwas Bequemes, Lässiges, worin es sich eben auch aushalten lässt, worin ihr euch halt wohlfühlt. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr das Ganze nicht nur für einen Tag machen, sondern eventuell für die ganze Woche.
Oder ihr stellt euch gleich so eine Art Lookbook zusammen mit Outfit-Ideen, die ihr anziehen könnt, wenn ihr an einem Tag wirklich gar keinen Plan habt, was ihr anziehen sollt. Das bedeutet, legt euch einfach verschiedene Outfits raus, eure Lieblingsoutfits, fotografiert euch das Ganze ab und dann könnt ihr euch vielleicht auch so einen Ordner auf dem Handy anlegen. Und dann habt ihr immer einen Ordner, wo ihr zurückgreifen könnt, und wenn ihr gar keinen Plan habt, morgens aufsteht und sagt, oh mein Gott, was soll ich anziehen, geht ihr einfach in diesen Ordner, swipet ein bisschen durch und schaut euch ein Outfit aus mit den Teilen, die vielleicht gerade auch im Schrank sind, wäre ganz gut. Und dann habt ihr was zum Anziehen. Und das kann ich wirklich empfehlen, macht es am besten einen Morgen früher, weil bei mir ist es jedenfalls so, dass man sich am ersten Tag irgendwie immer so die meisten Gedanken macht von wegen, ja, oh mein Gott, ich muss so schön sein. So, dann beginnt irgendwie der, ich habe das mal irgendwo gelesen, dann beginnt der die Modenschau. I don't know, dabei ist es nur Schule, Leute, vergesst das nicht. Das bedeutet, zieht euch nicht so schön an, aber es sollte schon etwas sein, worin ihr euch wohlfühlt und was einigermaßen gut aussieht. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt, wenn ihr euch am ersten Schultag so denkt, so, ja, oh mein Gott, ich muss so schön sein. So, zieht euch das Beste an, schminkt euch wahrscheinlich noch super aufwendig. Und im Endeffekt interessiert es halt einfach eh keinen, und gegen Ende des Schuljahres laufe ich sowieso nur rum wie ein... Also, wenn ihr mich irgendwo in der Schule seht oder generell irgendwo rumlaufen seht, Spaß, Leute, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Gegen Ende des Schuljahres gibt man einfach ein, was man anzieht und wie man rumläuft. So, people, it's back in the hood, fresh haircut. Short hair, don't care. Ich habe mir meine Haare jetzt einmal abgeschnitten. Ihr habt ja gerade gesehen, wie lange sie eben waren. Naja, jetzt sind sie halt ein bisschen kürzer, ist schon einiges abgekommen, muss ich sagen. Aber ich feiere das voll, mag es voll total gerne. Und ja, mein nächster Tipp ist es auch, immer viel zu trinken. Jetzt, wo die Schule wieder losgeht und vor allem im Sommer noch viel wichtiger. Und ich persönlich habe mir jetzt einfach so einen Becher fertig gemacht, habe ich einfach nochmal Wasser drin. Keine Ahnung, dadurch trinke ich irgendwie mehr. Ich weiß nicht, wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, ob ihr immer irgendwelche solche Aldi-Flaschen mitnimmt oder so. Oder was ich euch auch als Tipp geben kann, wenn ihr zum Beispiel selten Leitungswasser oder so gern trinkt, dann kauft euch doch einfach so eine schöne Flasche, jetzt nicht unbedingt so einen Becher, das ist ein bisschen unpraktisch, halt nur für zu Hause. Ich habe hier auch noch einen von Action, die sind auch mega, mega geil, das sind halt solche Kakteen mit aus dem Becher. Ich benutze sie momentan einfach als Deko. Aber ich kann euch als Tipp geben, legt euch irgendwie eine schöne Trinkflasche zu. Keine Ahnung, das motiviert auch voll zu trinken. Vielleicht sogar eine, wo so eine Skalierung drauf ist, habe ich auch eine. Bei Action gibt es da auch ganz coole, ja, die euch dann eben immer wieder auffüllen könnt. Ich habe jetzt persönlich meine von McDonald's, McCafé, das ist diese mit diesem I love it. Außerdem war ich von bei DM, wollte ich euch kurz mal zeigen. Kleine Haul. Ich war einfach bei DM, weil es im Angebot war. Rabatte, wisst ihr, Schnäppchenjäger. Joa, das ist auch schon mein kleiner, aber feiner Haul. Ist ein bisschen unübersichtlich auf der Bettdecke, aber egal. Ist nicht viel geworden, aber auf jeden Fall einmal diese zwei neuen Lippenpflegen hier. Keine Ahnung, ich kaufe mir irgendwie immer die neueste, wenn es so eine neue von Balea gibt. Ich weiß nicht, ich sammle die irgendwie. Und ja, bis jetzt hatte ich sie halt alle. Und die durften auch mit 65 Cent. Dann gab es bei Essence, wie man merkt, einen Rabatt. Mhm. Und zwar alles 95 Cent. Diese beiden hier zwar nicht, die haben jeweils 1,95 gekostet. Das sind einfach solche Lipglosse. Einmal einen durchsichtigen und einmal so einen rosanen. Die trage ich halt für Videos hauptsächlich. Dann einen Mermaid Highlighter. 95 Cent. Ein Essence Nagellack Mermaid. 95 Cent. Und so einen wunderbaren Peach-Ton-Highlighter, Nagellack, auch 95 Cent. Ja, das war eigentlich alles, was ich mir gekauft habe. So, ich habe mich schon wieder umgezogen. Neuer Tag, neues Glück, sagt man so schön. Und ich finde, für mich persönlich gehört einfach zur Vorbereitung auf die Back to School auch einfach die ganzen alten Schulsachen einmal sich zu nehmen, durchzusortieren, möglicherweise wegzuschmeißen oder eben abzuhöften, so wie ich das Ganze mache. Dazu habe ich euch natürlich auch noch ein Video gedreht, hier auf meinem Bett. Wo ich mit euch gemeinsam meine alten Schulsachen aus den letzten Jahren aussortiert habe, beziehungsweise ausgemistet und geordnet habe und wie ich das jetzt schon mache und wie ich das Ganze so organisiere und für mich handhabe. Das bedeutet, wenn ihr da ein paar Tipps braucht, schaut gerne bei dem Video vorbei. Das Ganze mit dem Aussortieren und Ausmisten gilt natürlich auch für eure Federmappe und euren Ranzen. Das heißt, je nachdem, wie ihr das Schuljahr für Schuljahr macht, würde ich euch empfehlen, einfach erstmal alles auszusortieren und möglicherweise zu putzen, zu reinigen, sauber zu machen oder auch wegzuschmeißen. Mal kurz zur Info, weil wahrscheinlich wieder richtig viele Fragen unten in den Kommentaren kommen. Ich gehe in die 10. Klasse eines Gymnasiums. Und ich persönlich habe das jetzt so gemacht, dass ich mir für dieses Schuljahr einen neuen Ranzen bzw. Rucksack gekauft habe und größtenteils auch neue Schulmaterialien. Für was ich mich dort entschieden habe, das könnt ihr auch in meinem Back to School Supplies Haul Video anschauen. Und ja, das wäre auch schon mein nächster Tipp, nachdem ihr eure alten Sachen aussortiert habt, wird es auch Zeit für Neues. Das bedeutet, legt euch neue, wunderschöne Schulsachen an. Entweder ihr kauft euch direkt schöne oder aber ihr verziert sie euch selber. Dazu wird auch noch ein Video kommen, wie ihr eure Schulsachen verschönern könnt. Und nachdem ihr dann alles wunderbar schön geordnet habt und wunderschöne Sachen habt, die euch auch richtig gut motivieren. Denn ich persönlich finde immer, mit schönen Schulsachen ist man direkt viel lieber in der Schule und schreibt viel lieber mit, schreibt viel lieber auf
und sortiert und organisiert alles viel, viel lieber. Ist bei mir persönlich zumindest so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Und wenn wir dann schon mal alle neuen Sachen haben, wird es natürlich Zeit, den Ranzen zu packen und die Sachen zu ordnen. Und das machen wir jetzt mal. So, alles fängt jetzt damit an. Ich habe das jetzt alles hier mal einmal so hingelegt. Das sind jetzt meine neu designten Schulhefte. Das sind halt so normale Hefte. Und da habe ich halt überlegt, erstmal dazu, weil die sind halt schon, gehen halt so ab. Wenn man die jetzt immer jeden Tag rein und raus in die Tasche holt, habe ich mir überlegt, solche Heftumschläge drum zu machen. Das Problem dabei ist halt, dass sie so durchsichtig, also nicht durchsichtig sind, sondern so bunt. Und dann hat man halt das Problem, wenn man die dann so umschlägt eben, dass sich dann diese Folie eben knickt und wellt und das sieht einfach scheiße aus. Von daher werde ich die jetzt noch mit so Buchbindefolie einbinden. Genauso wie bei meinen Blöcken. Da hinten liegen so ein paar meiner Bücher. Und meine Mappen, die habe ich jetzt alle mit einem, Inhaltsverzeichnis versehen. Und einem Deckblatt, welches ich halt auch gemacht habe. Die habe ich jetzt alles schon mal vorbereitet. Und ja, ansonsten werde ich dann noch meine zwei Timer mitnehmen. Beziehungsweise einen lasse ich zu Hause und einen nehme ich halt für Schule, für Hausaufgaben. Diesen hier. Und meine Federmappe. Und das werde ich jetzt alles mal erstmal einschlagen und dann einpacken. Ach, also Sachen, die auch noch reinkommen, seht ihr in meinem Back to School, What's in My School Backpack. Und dann habe ich hier noch so einen, was auch immer dran. Und ja, den hatte ich gerade mit auf Klassenfahrt, von daher. So, ich habe die ganzen Hefte jetzt eingeschlagen, sodass sie halt sodass sie halt nicht mehr abknicken. Oder wenn man das halt die ganze Zeit so in die Tasche steckt, dass sie dann halt nicht so umknicken. Weil das, finde ich, sieht immer unschön aus. Ja, die sind jetzt erstmal eingepackt und gut gesichert. Ich habe mir jetzt hier für meine Musikmappe noch so eine Klarsichthülle geholt, damit ich mein Notenheft da reinmachen kann, damit ich das dann immer so dabei habe. Und ja, das ist auch so ein Tipp. Heftet euch einfach so eine Klarsichthülle in eure Mappen, also dazu. Damit ihr dann da so Sachen reinmachen könnt, die ihr zum Beispiel in dem entsprechenden Fach bekommen habt. Dass sie dann halt nicht rausfallen oder wenn die zum Beispiel nicht gelocht sind, dass ihr dann wenigstens was habt. Weil wenn man das einfach so reinlegt, fliegt das unten raus, knickt sich dann und man kennt es halt. Und so ist es dann alles sicher und gut verstaut. Ja, und das Ganze hefte ich dann halt auch einfach direkt hier vorne mit ein, damit ich das dann immer griffbereit habe, weil wir brauchen das in Musik. Und ich kann euch noch als Tipp geben, macht euch einfach... Wenn ihr jetzt keinen Bock habt, euch so ein Musiknotenheft zu kaufen oder so, weil ganz ehrlich, so oft braucht man das nicht, aber wenn man es braucht, ist schon gut, eins zu haben. Wir brauchen das jetzt speziell von unserem Lehrer, hat er gesagt und angekündigt. Und da kann ich euch auch einfach empfehlen, im Internet einfach Linien bzw. Notenpapier auszudrucken und euch dann einfach ein paar Blätter hier in so eine Hülle reinlegen, dass ihr dann immer welche habt. Und für Freunde aus meiner Klasse ist es so oft, wenn wir Notenheft brauchen, dass die Hälfte meiner Klasse gefühlt keine Notenpapiere hat, dann könnt ihr wenigstens aushelfen. Und jetzt geht's an den Ranzen packen. Also ich werde jetzt alles hier einpacken für den morgigen Schultag. Das ist unser Stundenplan. Und ja, jetzt werde ich mal die Sachen packen. Nicht zu vergessen, dazu gehört dann natürlich auch früh ins Bett gehen am Abend zuvor, damit das Ganze auch klappt und damit ihr ausgeschlafen seid. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Es werden jetzt noch ein paar weitere Back-to-School-Videos kommen, einfach um euch noch ein bisschen mehr zu motivieren und weil ihr diese Back-to-School-Videos einfach so sehr liebt. Und dann würde ich sagen, vergesst auch auf keinen Fall abzustimmen mit einem Daumen nach oben für Klassenlehrerin und einen Daumen nach unten für Klassenlehrer. Abonniert auch super gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schaut auf jeden Fall bei der Back to School Playlist vorbei. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb.